Ja, ich möchte Ihnen heute mal zeigen, wie man den SARS-CoV-2-Test, also auch den Test für Coronaviren oder auf Coronaviren, richtig nutzen kann. Im Paket drin sind alle wichtigen Dinge, die man dazu braucht. Also zum Desinfizieren ein kleines Alkoholtüchlein, die Nadel, die spezielle Flüssigkeit, welche dann den Kontrast ergibt und mit dem man dann erkennt, ob man Covid-Viren hat, dann die Pipette, um das Blut selber abzunehmen. Da hat es noch zwei kleine Wattestäbchen und das eigentliche Testkit, mit dem man dann sofort, respektive nach einer Viertelstunde sieht, ob man Covid-Viren in sich trägt. Das Ganze funktioniert sehr einfach. Zuerst hier aufreißen, wenn man das gemacht hat, dann sieht man dieses kleine Kästchen hier, auf dem man auch sofort sieht, ob man dann eben entsprechende Viren in sich trägt oder ob man bereits immun ist. Das Ganze funktioniert so. Zuerst mit dem Alkoholtüchlein die Stelle desinfizieren. Ich mache das hier bei meinem rechten Finger. So. Dann nimmt man hier Nadel da einstecken, das geht sehr schnell, das Blut kommt auch bereits. Dann hier mit der Pipette zuerst Luft rauslassen, reingehen und das Ganze anziehen. Und jetzt einfach langsam das Blut hier als Flüssigkeit da reingehen, wenn Sie noch ein bisschen mehr brauchen. So. Auch hier. Rein. Und jetzt zu guter Letzt noch die Flüssigkeit hier. Am besten die mit einer Schere schnell aufschneiden. Und jetzt da einige Tropfen von diesem Reagenz da einmachen auf beiden Seiten. So. So. Und jetzt müssen Sie nur noch eine Viertelstunde warten. Nach einer Viertelstunde zeigt es hier automatisch mit Strichen an, ob Sie bereits Covid-Viren in sich tragen oder ob Sie dagegen immun sind. Zum Ganzen bekommen Sie auch noch ein komplettes Videotutorial, das Sie auch hier sehen, und auch eine Anleitung, wo Sie dann genau ablesen können, ob Sie eben immun sind, ob Sie die Covid-Viren bereits in sich tragen oder nicht.